damit du lernen kannst, mich zu erkennen, sodass du sicher sein kannst, ich bin es, dein eigenes wahres Selbst, das diese Worte spricht, musst du zuerst lernen, still zu sein, dein menschliches Gemüt und deinen Körper und all ihre Aktivität zu beruhigen, damit du ihrer nicht mehr bewusst bist. Noch bist du vielleicht nicht fähig, das zu tun, aber ich will es dich lehren, wenn du mich wirklich erkennen willst und bereit bist, es dadurch zu erproben, dass du mir vertraust und mir in allem gehorchst, wozu ich dich jetzt auffordern werde. Sitze still in einer entspannten Haltung. Und wenn du völlig ruhig bist, lass dein Gemüt, deinen Geist, die Bedeutung folgender Worte in sich aufnehmen. Sei still und wisse, ich bin Gott. Ohne zu denken, erlaube meiner göttlichen Führung, deine Seele tief zu durchdringen. Lass, was immer an Eindrücken dir in den Sinn kommt, nach Belieben eintreten, ohne Anstrengung oder Einmischung von dir. Beachte sorgfältig ihre Bedeutung, denn ich im Inneren belehre dich durch diese Eindrücke. Dann, wenn irgendetwas von ihrer entscheidenden Bedeutung in deinem Bewusstsein zu dämmern beginnt, sprich diese meine Worte langsam, befehlend zu jeder Zelle deines Körpers, zu jeder Fähigkeit deines Gemüts, mit aller bewussten Macht, die du besitzt. Sei still und wisse, ich bin Gott. Versuche zu erfassen, dass der Gott in dir befiehlt und von dem sterblichen Teil deines Selbstes unbedingten Gehorsam fordert. Noch einmal, versuche zu erfassen, dass der Gott in dir befiehlt und von dem sterblichen Teil deines Selbstes unbedingten Gehorsam fordert. Vertiefe dich in diese Worte. Erforsche ihre verborgene Macht. Sprich sie 1000 Mal am Tage, bis du meinen tiefsten Sinn ganz entdeckt hast, bis jede Zelle deines Körpers bei dem Befehl »Sei still« in freudiger Antwort erschauert und augenblicklich gehorcht und jeder abschweifende Gedanke, der dein Gemüt umkreist, ins Nichts flieht. Dann, da die Worte in deinem nun leeren Wesen widerhallen, da die Sonne des Erkennens sich am Horizont deines Bewusstseins zu erheben beginnt, dann wirst du einen neuartigen, wunderbaren Atemstrom fühlen, der alle deine sterblichen Glieder so völlig erfüllt, dass deine Glückseligkeit darüber dich fast zu sprengen scheint.
dann wird Woge um Woge einer mächtigen, unwiderstehlichen Kraft in dir aufsteigen und dich beinahe der Erde entheben. Dann wirst du in dir die Herrlichkeit, die Heiligkeit, die Majestät meiner Gegenwart fühlen. Und dann wirst du wissen, ich bin Gott. Wenn du dich in dieser Weise mir zuwendest, wirst du mich jederzeit als unfehlbare und immer gegenwärtige Hilfe in Zeiten der Not finden. Denn ich will dich mit einer Verwirklichung meiner Gegenwart und meiner Kraft so erfüllen, dass du nur still zu sein brauchst und mir erlaubst, zu tun, was du dir auch erwünschst. Deine Leiden oder die anderer zu heilen, dein Gemüt zu erleuchten, damit du mit meinen Augen die Wahrheit sehen kannst, die du suchst, oder die Aufgaben vollkommen zu erfüllen, deren Bewältigung vorher fast unmöglich erschien. Diese Erkenntnis, diese Bewusstwerdung wird nicht plötzlich kommen. Es mag Jahre dauern, es kann morgen geschehen. Es hängt von niemand anderem ab als von dir. Nicht von deiner Persönlichkeit mit ihren menschlichen Wünschen und ihrem menschlichen Verständnis, sondern von deinem Ich bin Gott in dir. Mit deiner Persönlichkeit magst du tausendmal versuchen, die Schale deines menschlichen Bewusstseins zu durchbrechen. Wenn es überhaupt zu einem Ergebnis kommt, wird es das Zusammenbrechen der Tore sein, die ich zwischen der Welt der berührbaren Formen und dem Reich der unberührbaren Träume vorgesehen habe. Du kannst die Schale deiner menschlichen Persönlichkeit abwerfen und vorwärts schreiten in das herrliche Licht meines geistigen Reiches. Aber in all deinem Suchen und all deinem Bemühen, glaube und vertraue mir, deinem wahren Selbst in dir, und sei um die Ergebnisse nicht besorgt, denn die Ergebnisse sind alle in meiner Obhut und ich will für sie Sorge tragen. Und nun nimm nochmal in dich auf. Lege alle Kraft, die von innen herkommt, allen Willen in diese Worte und sprich sie zu allen Unruheherden in dir. Sei still. Jetzt. Bemerke die Stille. Öffne dich für die Stille. Fokussiere dich vollkommen auf sie. Und wenn du ein Gespür davon hast, dann gehe weiter und sage. Und wisse. Und wisse nun wirklich. Wisse. Du weißt, wie du weißt. Hole dieses Gefühl in dir hervor, das du hast, wenn du etwas weißt. Wo ist dieses Gefühl in dir? Wisse. Ja, ich weiß. Wo ist dieses Gefühl? Bei mir ist es im Magen. Oder im Solarplexus. Wisse. Wisse. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, das hat nichts mit dem Kopf zu tun. Null, aber absolut null. Ich weiß. Wo fühlst du dein Wissen? Und wenn du das hast, fülle damit die nächsten Worte. Ich bin.
Ich bin. Ich bin und bin und bin und bin und bin und bin. Ich bin immer noch. Fühle die Grenzenlosigkeit, die Unendlichkeit, das Wissen, ich bin. Und wenn du eine Ahnung und ein Wissen in irgendeiner Form, dieses Ich bin, fühlst, dann ist das, was danach kommt, ein völlig natürliche Sache. Gott. Ein völlig natürliches Wissen. Ich bin Gott. Alles. Unendlichkeit. Unendliche Fülle. Ich weiß, ich bin Fülle. Ich weiß, ich bin Erlaubnis. Ich weiß, ich bin grenzenlos. Ich weiß, ich bin weit. Ich weiß, ich bin liebend. Ich weiß. Wo fühlst du dein Wissen, wenn du das mit dem in Verbindung bringst? Wisse das. Wisse nur das, wisse es, fühle es, erfahre es. Gott. Behalte deinen Fokus auf diesem Wissen. Dort kumuliert sich alles, dort findet sich alles ein, alles, was du weißt. Eröffnet sich dir alles, was du jemals nur gewusst und gekannt hast, öffnet sich dir in diesem Punkt deines Wissens, deines Erkennens, deines Urgrunds, deines Wissensquells. Und koste es aus, wie immer es sich dir zeigt und wie es sich anfühlt. Denn das ist der Zustand Erkenntnis. Und er hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Verstand zu tun. Und dann komme ganz langsam wieder zurück, bemerke, wo du das bemerkst und kannst dich jetzt ein bisschen strecken und recken und was auch immer machen und weiterhin in diesem Gewahrsein bleiben.